Petrus ist Jesus also nachgefolgt, wird mehrfach angesprochen, dreifach angesprochen, ob er nicht auch zu diesen Jüngern gehört, von umstehenden Kriegsknechten und von einer Frau ist die Rede. Und da kriegt das mit der Angst zu tun. Er verleugnet seinen Herrn und Meister dreimal und dann erinnert er sich an die Worte, die Jesus vorher zu ihm schon gesagt hat. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Also in der Stunde der Not ist er doch ein wenig ängstlich und bereut auch hinterher. Und wie dieses Bereuen in Bachs Passion dargestellt wird, zeige ich euch an dieser folgenden Stelle. Ihr braucht dazu wieder in eurem Materialheft Seite 11, das Rezitativ Nummer 18, da ist die Schlussstelle drin. Ich habe jetzt hier eine Stelle ausgewählt, wo wir im Notentext auch das Vorhergehende einmal mitlesen können. Und dann werde ich nach unten blenden auf das Notenmaterialheft und werde es weiter kommentieren. Das bezieht sich auf Jesus. Wieder ein Turba-Chor. Bist du nicht seiner Jünger einer? Erste Frage an ihn. Wieder Sekko-Rezitativ, er leugnet. Petrus auch mit einer Basspartie besetzt. Zweite Frage. Das Krähen des Hahnes mit dieser Sechzehntelkette, sehr interessant dargestellt, musikalisch, sehr speziell. Und jetzt kommt die Stelle und weinete. Ihr seht, Adagio ist überschrieben, eine Tempoangabe, die bei Rezitativen unüblich ist. Und jetzt kommt die Stelle, die ihr gleich in eurem Heft nochmal besser mitlesen könnt. Soweit also zunächst mal das, was wir gerade gehört haben und was ihr jetzt auch lesen könnt in eurem Notenheft. Ich werde es hier mal auf diese Stelle bringen und ihr seht dann vielleicht in dem, was ich gelb markiert habe, schon die wesentlichen Teile. Da ist zum Beispiel bei dem Weinen, das ja jetzt in einer speziellen Tempoangabe vorgeschrieben ist, dieser Sprung von dem E zu dem A ist, auch das ist wieder einer dieser sehr schmerzhaften Tritonussprünge. Und weinete bitterlich von H nach F, ebenfalls ein Sprung aufwärts, der diesen Schmerz, den Petrus gerade kennzeichnet, jetzt auch darstellt. Und als ob das noch nicht genug wäre, hier kommt ein Riesenaufschrei von dem A ist zu dem G. Eine Septime allerdings in verminderter Form, denn hier A ist ja ein Halbton höher und zu dem G, das ist weder die große noch die kleine, es ist eine Septime mit nur 9 Halbtonschritten. Und anschließend auch hier wieder von Cis nach Fis ein großer Sprung abwärts, bis es endlich in dem abschließenden Fis-Moll kadenziert. Dann das andere Besondere, wenn ihr auf die Bassstimme schaut und die Basstöne untersucht, es geht auch hier wieder chromatisch erst von unten nach oben, so wie ein Seufzer, der mit einem langen Atemzug eingehalten wird und dann wieder ausgestoßen wird, anschließend wieder chromatisch abwärts. Von Gis als Spitzenton über G, Fis, da gilt ein Vorzeichen von vorher, Eis, das ist ja enharmonisch verwechselt der Ton F, dann E, Dis, D, Cis, hier gilt wieder Vorzeichen,
und wieder ein wenig aufwärts und dann endlich die Schlusskadenz über die Dominante Cis und Fis. Also auch hier in der Bassstimme das Leiden, das Petrus gerade innerlich zerreißt, unglaublich eindrucksvoll dargestellt. Wenn ihr das speziell eingebt als Verleugnung oder weinete bitterlich, bekommt ihr bei YouTube natürlich entsprechend viele Aufnahmen geliefert, die euch speziell nur diese kleine Stelle vorspielen und das Ganze noch ein wenig vertieft.